Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Die Gelsäcke sind fertig, wir werden sie jetzt ernten. Wir werden ein-, zweimal draufschlagen und dann ernten. Eins, zwei, ernten. Dann können wir nämlich die Gelsäcke verdoppeln und trotzdem nutzen. So, dann pflanzen wir die ein. So. Frage ist, ob die dann auch schlecht werden. Ich weiß es nicht. Die geben mir immerhin Nahrung und Wasser. Beides. So. Okay, nun den Rest lassen wir einfach fallen. Geil, das ist so eine geile Sache, muss ich sagen. Geil. Oh, wir kommen richtig voran. Vielleicht machen wir noch mehr Gelsäck-Beete. Mal gucken. Ich meine, ist jetzt nicht so teuer. Das ist immer, wenn sie ausgebildet sind, verdoppeln wir einfach den Ertrag und dann ist gut. So, ich hätte gerne meine Rubine. Dann stellen wir einfach ganz, ganz viele von diesen Gelen her und dann ist gut. Was haben wir da noch? Ein schönes neues bekommen. Kernbrennstab. So, wir brauchen auch 2, 4, 6 Kupfer, ne? 6 Kupfer. Wie viel Kupfer haben wir noch am Start? 3. Okay. Ja, das ist auch doch hier noch. Ja, cool. Einer zu viel. Und dann gucken wir mal, ob die hier vergammeln. Ansonsten essen wir die. Kann ich jetzt schon essen, ne? So. Aufgefudert. So. Kupferdraht. So. Das hätten wir auch. Dreimal Kupferdraht. So. Und wir brauchen Titan. 9 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wasser für die Ewigkeit, Freunde. Ja, es ist soweit. Nie wieder Wasserprobleme. Scheiß auf die Höhlenstärke. Kaboom. Ach, schön. Oh, Wasser ist auch bald fertig. Na schön. Gut, wir haben noch 4 Aerogel. Werden wir höchstwahrscheinlich brauchen. Kyanid. Okay, vergrößert die sichere Tauchtiefe bis zum Maximum, nicht stapelbar. Aber davon haben wir eh einen, also. Jetzt, wenn mich das jucken würde, was habe ich hier noch? Zyklop. Was will ich mehr? Violette Tafel. Ich glaube, wir haben eine gelbe gebraucht, ne? Okay, so. Als nächstes, wir müssen erstmal warten, bis wir Wasser haben. Ich würde sagen, damit versuchen wir jetzt mal zur Insel zu kommen. Die müsste rein theoretisch da sein. Warte mal, ich habe die beiden. Okay. Die beiden habe ich links gesehen. Und achso, das kannst du dir der zweite. Und den habe ich rechts gesehen. Das heißt, ich muss so schwimmen, dass das auf jeden Fall so aussieht. Habe ich irgendwas dabei, was ich verlieren könnte? Ja. Okay. Haben wir eigentlich.
Gott, Orientierung. Ah, die Fische habe ich schon aufgegessen, ne? Ja. High priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attack. Live Pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Okay, da können wir gerne mal hin. Oh, der arme Typ. Ich würde aber gerne noch auf das Wasser warten. Erledigt. So. Wir können auch jetzt unbedenklich einfach dahin schwimmen, weil Essen können wir uns jederzeit auf den Weg machen. Da müssen wir hin. Und da finden wir diesen komischen Botschaftertypen, ja? Na gut, dann halt nicht zum Land. Dann brauchen wir auch ehrlich gesagt nicht mehr. Essen können wir wo aber auch immer wir wollen und Wasser haben wir jetzt auch. Auch keine Pflanzen, die vergammeln können. Überreste eines hochrangigen Passagiers. Na, da waren wir doch an der Ecke. Oder nicht? Haben wir es nicht gesehen. Ist aber bestimmt da in der Nähe von der Zeitkapsel. Das ist die Zeitkapsel von dem Typen bestimmt. Ist aber nichts. Ich habe nicht mehr, hier sind nicht mehr Überreste. Hä? Dann haben wir das Ding schon geplündert. Oh. Okay. Dann erkunden wir noch ein bisschen was. Hier ist ein fetter Baum, alter Schwede. Der hat doch bestimmt irgendein Geheimnis unter sich. Wer hätte es gedacht? Diamant, ach so. Ja, so leicht hätte es sein können. Okay, seltsam sei. Mitten hier drin. Gibt es doch bestimmt noch mehr. Ich kann hier auf ewig unter Wasser bleiben. Ich kann hier den ganzen verdammten Baum untersuchen. Da geht's zu meiner Seemotte. Oh ne, es ging nur um das Kreaturenei. Scheint was Besonderes zu sein. Sieht ja auch eher aus nach einem Alien. So, kurz Orientierung fassen? Ja gut, wir sind noch richtig. In ein unerforschtes Gebiet wollen wir. Ey, man kann gar nicht diese ganzen Eindrücke zusammenfassen. Wenn ihr auf mich guckt, dann seht ihr die ganze Zeit nur so, wie meine Augen hin und her schwingen, um alles wirklich zu sehen. So, mich echt zu konzentrieren, nichts zu übersehen. Ach, guck mal, da sind die wieder, die Kackbratzenviecher, ey. Na ja, schwimmen wir hier mal ein bisschen lang. Können wir wieder ein bisschen Kupfer gebrauchen. Ich wollte gerade sagen, das hört sich nach meiner Lieblingskackbratze an. Ihr wisst also gerade, ja? Oh, wie er sich freut. Freu dich mal. Aber lass mich in Ruhe. Ich in der Nähe von meinem Zuhause, kann das sein? Nee. Ziemlich weit weg von meinem Zuhause. Was zur Hölle bewachst du hier, Freundchen?
Das Ende höchstwahrscheinlich, ja. Ich denke nicht, dass wir da auch irgendwas finden. Huh? Na gut. Kartenende. Was war das? Okilidokili. Ich bin dann mal weg, ne? Weiß nicht, was das war, aber es war nicht gut. Ich denke, der taucht hier auf, um die Leute daran zu hindern, ins Nichts zu schwimmen. Umsonst. Und dafür tötet er einen. Hauptsache, Mr. Kackbratze lässt mich in Ruhe. Mehr will ich gar nicht. Sonst untersuchen wir halt den Rand ein bisschen, ne? Also, kann ja nicht schaden. Vielleicht finden wir irgendwas Außergewöhnliches. Ich weiß, dass nämlich Entwickler gerne Dinge am Rand verstecken. Weil es alles Schweine sind. Dann denkt man, ach, am Rand ist eh nichts, weißt du? Und dann? Such dir ein Zuhause. Wenn wir hier durch sind übrigens, werden wir nochmal hier an den Rand schwimmen und uns dieses komische Viech nochmal genauer ansehen, was mich da angreifen wollte. Nachdem ich das Ende gesehen habe. Ja, scheint nicht viel zu geben, aber hier ist auch irgendwo die Insel, ne? Muss hier rein theoretisch. Die Kamera ist ja, so sah das aus. Wie ich immer noch mein Zuhause sehen kann von hier aus. Hey, wie tief war ich denn gerade? Vielleicht finden wir doch die Insel. Oh, ich habe den Timer gar nicht gestartet. Tun wir mal so, als hätten wir 10 Minuten. Sorry. Was auch immer da war. Der ist nicht schneller. Nope, keine Insel. Naja, naja, naja. Gehen wir halt wieder runter. Sowieso unten cooler. Scheiß auf die Insel, habe ich doch gesagt. Weißt du, ich sag scheiß auf die Insel, schwimm nach oben eine halbe Stunde. Nur um dann nochmal zu sagen, dass ich drauf scheiße. Let's go, Chapman. Ich wollte hier nicht hin! Ich will, okay. Oh, sorry. Wir haben es jetzt genau gesehen, okay. Gut, mehr wollte ich doch nicht. Okay, ich bin ein bisschen zu weit zurückgelaufen. Oh, wir sind bei den Aliens wieder. Oh. Okay, die sieht seltsam aus. Vor allem, die muss man wahrscheinlich scannen, um alle Erfolge zu bekommen. Was willst denn du von mir? Bin ich außerhalb der Map? Ich bin nicht außerhalb der Map! Wirklich nicht. Bin ich jetzt schon wieder reingeraten? Ich habe Probleme. Ich bin nicht mal in der Nähe von unserem Zuhause. Das ist ein ganz anderer Ort hier. Kann ich hier irgendwo die lila Karte reinstecken? Ach, guck mal. Noch mehr Spastis.
mir. Ich dachte, du holst mich nur... Oh Gott, der wird mich der jetzt auf ewig verfolgen, oder? Scheiße, ich muss hier raus. Ich muss nach Hause. Ich glaube, der wohnt hier. Hi! Ist das vielleicht Mr. Alien himself? Steck fest hier. Hilfe, Leute. Holt mich hier raus. Oh Gott. Bin ich hier reingeraten? Ich war auf der Flucht und plötzlich war ich hier und... Hier geht's noch weiter runter. Warum geht's hier noch weiter runter? Um Himmels Willen. Wie tief geht das denn hier? Oh. Ist das eine Hand? Das ist eine fucking Hand. Okay. Ich muss das Viech scannen, oder? Ja. Eines Leviathans. Ich will gar nicht wissen, was ein Leviathan ist. Ich habe nur Angst, dass Mr. Big Boss mich holen will. Ach, guck mal. Na, Ladies? Ist da noch ein Skelett? Da ist noch ein Skelett. Okay, das kann ich nicht scannen. Ich will auch so wenig wie möglich kommen. Den Rubin scannen wir kurz. Hier in Zeit verbringen. Außerhalb meiner Seemotte bin ich ein bisschen ein kleiner Schisser. Structure appears to have collapsed to the sea floor. Ach, echt? Detecting an alien broadcast, linguistic analysis reads, caution, hazardous materials and life forms contained within. Okay, kann das vielleicht die Megakackbratze sein? So, hier meinen Eingang zu finden. Mir gefallen diese Geräusche gar nicht. Ganz und gar nicht. Nee. Ich will hier nicht sein! Aber ich muss, es ist so spannend. Scheint irgendjemand nicht zu gefallen, dass ich hier bin. So wie mir. Geht mir ganz und gar nicht, ey. Muss doch irgendwo ein Eingang sein. Nee, auch kein Eingang. Vor allem, ich kann hier auch nichts hinterlassen, weißt du? Ich kann hier keine Boje setzen oder so, weil ich noch keine Boje hergestellt habe. Ich weiß nicht, ob ich hier je wieder herfinde. Oh, scheiße. Habt ihr das gesehen? Hallo, Kleiner, kann ich mich hier bei dir verstecken? Oh, Kupfer, ja, genau, dafür riskiere ich mein Leben. Ist okay. Du kriegst mich nicht. Hier ist das Ding ins Kirchens, ja?
habe das Gefühl, hier gibt es keinen Eingang. Aber es muss. Muss hier doch irgendwo einen Eingang geben in diese Struktur. Hätte ich hier gedacht. Vor allem, weil hier auch die Geräusche herkommen. Das mit den Skeletten hier gefällt mir auch gar nicht. Kriege ich noch ein bisschen Alien-Technologie? Ein Laser oder so? Oder deren Tauchboot? Ne, es gibt hier einfach keinen Eingang. Ich habe jetzt den ganzen Scheiß hier durchsucht. Und festgestellt, dass es hier nichts gibt. Ja, chillt mal. Ich habe schon gemerkt, dass ihr nicht so krass drauf seid, wie ihr tut. Vielleicht täusche ich mich und es gibt hier keinen Eingang. Oh. Ja. Interior walls in this section are substantially reinforced, indicating the designers were seeking either to keep something out or contain it within. Whatever their intention, it clearly failed. Ich will hier aber nichts befreien. Oh, das ist die Karte, die ich brauche, oder? Oh, ich habe eine lilane Karte, aber nicht dabei. Scheiße! Ionen wäre... okay. Oh, das ist ein Ei. Oh, das ist ein Ei. Wollten die irgendwas herstellen? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Was ich da gerade gesehen habe. Was ist das? Residual biological evidence suggests indigenous life forms were brought to this location and subjected to intensive study. Warpa. Selbst teleportierende Karte. Okay. Was soll das alles sein? Ist aber keine Maschine, ist eine Lebensform, die sie hergestellt haben, oder? Hier ist eine Maschine. Whatever. Biologisches Material. Warper-Teile. Ja, die wurden zusammengestellt. Aus verschiedenen Sachen. Die vielleicht sogar von hier kommen, weil das hier sieht aus wie Mini-Kackpratzen-Zahn. Komm mal her, Kleiner. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, dass für mich alles eine Kackbratze ist, aber es ist so. Data pertaining to the bacterium is being downloaded. Caution. Kara, Seuchenprofil. Oh Gott, das ist nicht gut. Self-scan complete. Bacterial infection has spread to the skin and pulmonary system. Medical report recorded to data bank. It is imperative you find a way to neutralize the infection. Shit. War ja wieder klar, weißt du. What the fuck? Und ich hab keinen Sauerstoff mehr. Muss hier einen Weg rausfinden. Scheiße, meine Seemotte ist da hinten, ne? Ja, das ist kein Problem. Was war das? Was ist mit mir passiert? Ist es, weil ich diesen Fisch gegessen habe? Ich esse noch einen. Jetzt zum Alien. Du lebst noch?
Oh, da hat sich jemand teleportiert. Okay, hier kommt der Lilane rauf, ja? Ich muss nochmal wieder herkommen. Scheiße. Und ich bin infiziert mit irgendetwas. Ja, hier sind die Fischis rausgekommen. Das sind bestimmt hier Reaper und hast du nicht gesehen, Kackbratze. Die hier quasi raus freigelassen worden sind. Und die haben sie gesammelt, oder? Sind das ihre Rochen? Rochenarten. Sind das ihre Rochen, die sie freigelassen haben? Oh, hallo. Das Geräusch hat mir nicht gefallen. Ich will hier raus. Einfach nur hier raus. Ich will nach Hause. Ich will zu diesem Fisch. Könnte rein theoretisch, könnte ich mein Fahrzeug hier lassen, ne? Damit ich wieder herfinde, aber dann dauert das ewig nach Hause und frag dich, ob ich überhaupt dann überlebe. Oh, hallo Fischi. Vielleicht nicht die beste Idee, hier alles wegzuessen. Vor allem, weil es irgendwie verseucht zu sein scheint. Aber ist mir egal. Ich zieh mir alles rein. Immer schön durch die Nase. Die ganzen Fische. Okay, hier scheint aber nichts mehr zu sein, ne? Nichts versteckt. Ihr seht schon, ich versuche gründlich zu sein. Ich wollte schon sagen, ich bin gründlich, aber ich versuche es. Gut, und das hier war Ende der Fahnenstange. Und hier habe ich mir die Infektion eingehandelt. Ja, gut zu wissen, dass ich jetzt zum Alien werde. Gehen wir zurück. Oh, hallo. Ich glaube, es war nicht die beste Idee, alles hier einzusammeln. Ich hätte gern dieses Ei. Ach, jetzt geht's. Ei. Seedrachenei. Oh, ich will die nicht freilassen. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit dieser Energiequelle machen soll. Okay, wenn wir hier hinkommen, dann kriegen wir Daten. Nichts weiter. Welcome aboard, Captain. Versuchen wir mal hier wegzukommen. Ist nicht die Mega-Kackbratze, alles gut. Oh. So, macht mich fertig, Leute. Er macht mich einfach fertig. Und ich muss Signalbojen herstellen und immer mitführen, damit ich gerade auch sowas markieren kann. Das heißt, als nächstes Signalbojen machen, ne? Falls ich hier jemals lebend rauskomme. Wir sind fast auf 900 Meter Tiefe. Und es geht hier noch weiter runter. Ach, guck mal, Mega-Kackbratze ist hier am Start. Schiat. Noch weiter runter darf ich nicht. Ich will nichts von dir, Mega-Kackbratze. Ich will hier raus. Ich will hier raus! Bitte lass mich in Ruhe. Ich muss da hoch, um hier rauszukommen. Bitte. Bitte lass mich einfach nur hier durch. Ich hoffe inständig, dass der Krebs ein bisschen schneller vorangeht als der hier. Ich hoffe, der ist schnell, weil den baue ich mir als nächstes und dann können die mich alle mal. Oh, hallo, neues Skelett. Das ist ein Reaper. Das heißt, die haben hier auch den Reaper hergeführt, ja? Hm, mehr jetzt gedacht. Ich habe mich selbst geschlagen. Ah.
kurzer Schock, weißt du, und dann realisiert, dass ich mich selbst verletzt habe. Wir müssen hier raus, und zwar schnell. Ich weiß nicht, was du für ein Viech bist, aber ich kann die eh nicht scannen. Schade. Ich habe das Gefühl, dass das hier kein Ausgang ist, oder? Ist das der Ausgang? Neue Nachricht. Ich glaube, wir haben den Ausgang gefunden. Sind wir jetzt draußen? Ich weiß es nicht. Wo ist mein Zuhause? Wo ist mein verdammtes Zuhause? Ich habe hier keine Signale. Oh. Ab nach Hause, Leute. Was ist das? Ich höre Elektrizität, das gefällt mir nicht. Okay. Und dass ich mich die ganze Zeit selbst überfahre, gefällt mir genauso wenig. Einfach nach Hause fahren, Leute. Was bist du denn für ein Süßer? Wieso bist du grün? Achso, die sind alle grün, okay. Ah, die kriegen mich eh nicht. Können die versuchen, was die wollen. Versuche mir einfach nur zu merken, in welche Richtung ich schwimmen muss. Okay, hier haben wir die Pilzis. Wir müssen also in Richtung der Pilzis, ja? Okay. Aber so viel wussten wir ja schon selber. Was ist das denn? Das ist unser Zuhause? Nee. Was ist das? Da haben wir mal gebaut! Ach, da haben wir mal gebaut, Leute. Ach. Guckt's euch an. Da steht dieses einsame, verlassene Ding. Okay, da haben wir schon mal einen Punkt, an dem wir uns orientieren können. Aber siehst du mal, hätte ich fast wieder da gebaut. Wo es wichtig wäre. Ach, so ein Reaktording. Ja, ist ja gut. Ich bin gleich zu Hause und da haben wir Wasser ohne Ende. Noch 1000 Kilometer. Guck mal, hier ist auch ein Schiffsteil noch. Oh, wir sind schon ziemlich nah an der Oberfläche. Und wir können das andere Ding jetzt gegen sehen. Ja gut, das ist auch nicht mehr weit entfernt. Gut, das heißt, wir müssen einfach nur in Richtung unseres Bötchens, ne? Und dann kommen wir hier an. Ah, gut zu wissen. Ui, das war vielleicht ein Abenteuer. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir haben es geschafft, wir haben es überlebt, auch wenn es echt... anstrengend war. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann ja, versuchen wir Bojen herzustellen, damit wir solche Dinge markieren können. Und dann gehen wir zurück mit der Karte. Haut rein, euer Zero. Tschüss.